Nachdem wir East London am späten Nachmittag verlassen haben, erreichen wir nach einer Nacht auf See die knapp 500 Kilometer entfernte Stadt Durban, die nach Johannesburg und Kapstadt drittgrößte Metropole Südafrikas. Aufgrund der bevorzugten Lage am Indischen Ozean und des subtropischen Klimas ist Durban ein vielbesuchtes Urlaubszentrum des Landes. Das Moses Mabhida Stadion war eine der Austragungsstätten der Fußball-WM von 2010. Unser heutiges Ziel ist aber die 2004 eröffnete Ushaka Marine World, welche unter anderem eines der größten und sehenswertesten Aquarien der Welt beherbergt. Perfekt wird hier die Illusion erzeugt, sich in einem alten Schiffswrack zu befinden, was nicht nur für die Besucherbereiche gilt, sondern auch für die 32 Becken mit ihren über 17.000 Kubikmetern Wasserinhalt. Eine besondere Attraktion ist hier die Fütterung der Rochen durch Taucher. In den Außenbereichen des Freizeitparks gibt es neben Pinguin- und Robbenshows vor allem ein beeindruckendes Delfinarium mit über 1200 Zuschauerplätzen. Von Durban aus geht es nun weiter in nordöstlicher Richtung nach Richards Bay, das wir nach einer kurzen, lediglich 150 Kilometer langen Nachtfahrt schon früh am nächsten Morgen erreichen. Die kleine Stadt verfügt über einen vorzüglichen Naturhafen, dessen wundervolle Atmosphäre wir bereits beim Frühstück intensiv auf uns einwirken lassen. Danach nutzen wir das Angebot eines kleinen lokalen Tourunternehmens, das uns vom Hafen aus in das ca. 80 Kilometer nordwestlich gelegene Feuchtgebiet Isimangaliso Wetland Park in der Nähe des Städtchens St. Lucia transportiert. Nach einer guten Stunde haben wir ein einmaliges Ökosystem erreicht, das zu dessen Schutz von der UNESCO zum Welterbe erklärt wurde. Isimangaliso bedeutet in der Zulu-Sprache Wunder, was angesichts der traumhaften Landschaft völlig berechtigt ist. In den Feuchtgebieten des Lake St. Lucia leben die größten Flusspferd- und Krokodilbestände Südafrikas, wovon wir uns schon vom Ufer aus überzeugen können. Nun besteigen wir ein Ausflugsboot, um die zahlreichen Bewohner des Ökosystems direkt vom Wasser aus beobachten zu können.
Die Schilfzonen sind ideale Nistplätze für Webervögel, deren leuchtend gefärbte Männchen mit kompliziert gesponnenen, kunstvollen Hängenestern die Weibchen zu gewinnen trachten. Auf der gegenüberliegenden Uferseite kehren wir nun langsam wieder zu unserem Ausgangspunkt zurück.